Bale, verdammter Bale, und damit willkommen zurück in den Schattenlanden. Bale ist Bestandteil der Quest von Egon. Alles zu der Quest hatte ich bereits in einem Video zusammengefasst, Link zum Video findest du in der Beschreibung. Auf jeden Fall stellte sich heraus, dass der nicht ganz einfach zu legen ist. Viele gaben auf, manche stellten sich der Herausforderung und waren dann Stunden damit beschäftigt, sich einen Plan zu machen, wie sie Bale denn besiegen können. Nun gibt es aber Leute, die sagen sich, ich brauche keine Stunden, um zu raffen, dass ich keinen Nerv für den Kampf habe. Für diese Befleckten und alle, die an kreative Lösungen in jeder Situation glauben, habe ich einen Weg für dich, mit dem du Bale ganz, ganz einfach erledigen kannst. Und zwar, indem wir ihn easy vergiften. Dabei wirst du aber mit Bale niemals in einen direkten Kampf treten. Dafür brauchen wir aber einige Dinge und die musst du dir auf jeden Fall vorher besorgen. Hier eine Liste der Dinge, die du benötigst. Ich zeige dir nun, wo du alles finden kannst. Wenn du die Teile bereits hast, dann überspring einfach das Kapitel. Als erstes benötigen wir etwas, womit Bale vergiftet wird. Dafür eignet sich die Anrufung Giftnebel. Die finden wir im Hauptspiel und zwar in der Nähe der Gnade Wall von Schloss Morne. Folge hier eben meiner Befleckten. Hier in der Gegend finden wir schließlich einen Skarabäus, den wir erledigen müssen. Dafür gibt es dann den Giftnebel. Wir haben nun etwas, um Bale zu vergiften. Nun brauchen wir aber etwas, damit er uns nicht gleich entdeckt. Zunächst holen wir uns dafür einen Zauber. Das bringt uns zu Gnade Baum der Pracht. Wir reiten nun zum nahegelegenen Turm. Dort angekommen stellst du fest, es gibt gar keinen Turm, beziehungsweise du kannst ihn nicht sehen. Du musst erstmal ein Rätsel lösen und dafür musst du diese Phantomsiegel finden. Das erste findest du direkt daneben und dann gibt es noch zwei weitere, hier mal auf der Karte die beiden Positionen eingezeichnet und dann reiten wir mal hin und holen uns die Dinger ab. Schließlich können wir den Turm betreten und finden den Zauber Unsichtbares Schwert und Unsichtbare Form. Wir benötigen Letzteres. Damit können wir uns nun vor Gegner verbergen und das ist nicht nur für Bale interessant. Es gibt aber noch eine Kriegsasche, die das gleiche Ergebnis liefert und die besorgen wir uns auch noch. Die bekommst du bei Bernal in Volcano Manor und nennt sich Schachzug der Assassinen. Falls du ihn getötet hast, dann hast du seine Klangperle bekommen und damit wäre die Kriegsasche bei den Zwillingen in der Tafelrundfeste zu bekommen. Zumindest wenn du seine Klangperle dort abgegeben hast. Die Kriegsasche kostet letztendlich 6500 Runen. Rüste nun irgendein Dolch oder ein Schwert damit aus, damit du da ready bist. Wir wollen aber sicher gehen, dass wir auf gar keinen Fall entdeckt werden, also besorgen wir uns den Talisman Verhüllender Schleier. Den findest du in der Höhle der Weisen. Du musst den Boss des Dungeons erledigen und der wird dann schließlich den Talisman fallen lassen. Damit wird man bei geduckter Haltung unsichtbar und das spielt uns voll in die Karten. Dann haben wir aber noch ein Problem, unsere Schritte. Wir sind zwar unsichtbar, aber wir sind immer noch recht laut unterwegs. Hier gibt es zwei Möglichkeiten, das zu ändern. Die erste, wir holen uns den Talisman von Relay, den Untätigen, oder wir besorgen uns die Rüstung der Schwarzen Klinge. Beide Dinge sorgen dafür, dass man unsere Schritte nicht mehr vernehmen kann. Den Talisman bekommst du, wie gesagt, bei dem Ritter, wenn du der Volcano Manor Quest folgst. Schließlich kämpfst du gegen den und der lässt dann Krepus Fiole fallen. Alternativ begibst du dich zur Stadt Ordina im geweihten Schneefeld, wo du dir die Rüstung der Schwarzen Klinge besorgst. Folge einfach meiner Befleckten, die dir den Ort zeigt, wo du die Rüstung findest. Wir müssen nun noch zu Gnade an der großen Brücke. Wir brauchen nämlich einen Talisman, der die Wirkungsdauer von Zaubereffekten erhöht. Also holen wir uns genau so ein.
Hier haben wir vor uns eine Schatztruhe, in der du den Talisman des alten Fürsten findest, der genau das macht, was wir wollen. Aber Vorsicht, du kannst hier nicht einfach easy durchrennen, weil du wirst es mit Bernal zu tun bekommen und noch einigen anderen Gegnern. Also die solltest du erstmal ausschalten. Es fehlt noch ein Talisman, nämlich der gesegnete blaue Tau-Talisman, und der führt uns zurück in die Schattenlande. Wir müssen nämlich zur Kirche der Segnung und die findest du hier. Dort ganz offen finden wir dann eben den Talisman, der eine super Fähigkeit hat, denn der regeneriert langsam FP und damit sind wir komplett. Nun solltest du alles ausrüsten und dann geht's zu Vale. Vor dem Zugang ist es wichtig, dass du erstmal unsichtbare Form und Schachzug der Assassinen wirkst. Damit betrittst du nun die Arena. Nun musst du dich sofort ducken und nach rechts laufen. Du wirst sehen, dass Bale ein bisschen dumm in die Wäsche schaut, denn er merkt offenbar eine Präsenz, aber er sieht niemanden, also schaut er sich mal um. Unser Ziel ist es nun, in den Rücken von Bale zu kommen. Auf dem Weg dorthin musst du immer mal wieder unsichtbare Form und Schachzug der Assassinen wirken. Bleib aber immer stehen, bevor du das tust. Nachdem du dann beides gewirkt hast, duck dich erneut und es kann weitergehen. Schließlich bringst du dich langsam aber ganz sicher in die perfekte Meuchelposition hinter Bale. Den letzten Weg machst du dann ohne die beiden zu wirken, weil sonst machst du Bale vielleicht noch auf dich aufmerksam. Nun ist der Giftnebel an der Reihe. Beim zweiten oder spätestens beim dritten Giftstoß sollte er Schaden bekommen, aber es ist offenbar eine schleichende Vergiftung, die der Gute gar nicht mitbekommt. Das Ziel ist nun klar, wir vergiften ihn zu Tode. Das Ganze dauert zwar etwas, aber ich kann dir garantieren, dass du immer noch schneller unterwegs bist als die meisten anderen, die Bale direkt gegenübertreten. Die brauchen meist Stunden oder gar Tage, um das Moveset zu durchschauen. Da ist die Zeit, die du nun für das Vergiften benötigst, ein Klacks. Es macht auch kaum Sinn, sich zu beeilen. Bale verliert bei einem gewissen Schadenswert die Vergiftung. Es macht also Sinn, ihn zu vergiften und sobald der Schaden runtergeht, noch ein- oder zweimal nachlegen, damit es ein bisschen schneller geht. Dann aber abwarten, bis kein Schaden mehr angezeigt wird. Dann wieder vergiften und wenn es klappt, dann nochmal mit bisschen Abstand ein-, zweimal nachsetzen. Auf diese Art gehst du nun die ganze Zeit vor. Ich habe in der Zwischenzeit meine Bude aufgeräumt und telefoniert. Also Bale entdeckt dich nicht plötzlich. Allerdings darfst du niemals irgendeine andere Aktion ausführen. Wenn du versehentlich die falsche Taste drückst oder verpeilst, dass FP alle ist, dann wird es sehr, sehr unangenehm. Also geh langsam und geduldig vor, halt wie ein echter Meuchelmörder, der durch Gift mordet. Am Ende fällt Bale, ohne dass er jemals wahrgenommen hätte, dass der Tod bereits hinter ihm kauert und nebenbei die Bude sauber macht und mit Mutti telefoniert. Durch den Tau-Talisman habe ich am Ende noch nicht einmal einen FP-Trank benutzen müssen. Natürlich hätte ich alles beschleunigen können, wenn ich öfters mal den Giftnebel gewirkt hätte. Aber wenn du so vorgehen magst, dann musst du auf jeden Fall genügend FP-Tränke dabei haben, denn es wäre schlimm, wenn du den Job dann nicht zu Ende bringen könntest. Das soll es auch schon gewesen sein. Wenn dir das Video gefallen hat, lass einen Daumen nach oben da. Vielen Dank fürs Reinschauen, mach's gut und bis zum nächsten Mal. Die Codes da unten sind für dich. Du kannst bei der ersten Bestellung 5 Euro sparen oder 10% bei jeder Bestellung. So hast du etwas davon und ich natürlich auch, weil ich dann eine kleine Provision bekomme, wodurch du mich dann ganz nebenbei auch noch unterstützen kannst. Einen Link zum Holy Shop findest du in der Videobeschreibung. Ich wünsche dir viel Spaß beim Energieeinkaufen.